kaputt. Steinmesser. Ja, gut, passiert. Gut. Oh, ich habe hier noch mal erledigt, weil ich glaube, die Quest ist auch im Süden. Okay. Da muss ich für mein Frauchen eh hin. Das ist auch geil. Ich hole das Dachsfett, weil seine Frau ist krank. Mhm. Und er schwört darauf, dass Dachsfett gegen das Fieber hilft. Ja, dann hoffen wir mal, dass er recht hat. Wenn ich bin nicht, gespannt. Wird's schwer. Ich habe vorgeschlagen, ihn zum Medizinmann in die Hauptstadt zu schicken. Dann hat er gesagt, nein, dieser Scharlatan. Ach, ja. Mann, will ich nichts zu tun haben. Bitte keine Impfung. Ich creme meine Frau lieber mit Dachsfett ein. Ja, gut, nun, mach das mal. Tschüss, viel Spaß. Ich muss mit Baden. Nein, nehmen. Tatsächlich muss ich das Dachsfett irgendeiner anderen Frau geben, die daraus irgendeine Salbe macht. Hm. Oh, er ist gleich da. Ich sehe ihn. Ich sehe seinen Pfeil. Wenn du dann da bist, dann kannst du mal einen Blick in deine Truhe werfen. Das werde ich tun. Oh Gott, das Essen wird schlecht, was wir hier hatten. Verdammt. Ja. Oder? Nee, doch nicht. Oh, da ist einiges schon schlecht geworden. Nee. Haben wir Verdorbenes? Ja, wir haben Verdorbenes, okay. Never mind. Never mind. I should take some clothes off. Halt dein Schnauzen, Diggi. So, und du bekommst noch ein bisschen Verdorbenes von mir? Jupp. Verdorbenes. Ich brauche ein Messer. Wie gesagt, guck erstmal in und so, ne? Ja, mach ich gleich sofort. So, dann lege ich die Münzen. Achso, ne, die Münzen behalte ich jetzt, weil ich will ja noch Hühner kaufen gehen. Ja, genau. Mann, was mache ich denn? Ich muss doch noch was in die Truhe legen, Alex. Dann mach das doch. Feder. Weil sonst heißt es wieder, the heat is unbearable. The heat is unbearable. Geht der mir auf die Nudel? Ja. So, dann habe ich noch ein bisschen Fleisch dabei. Das lege ich im Alex in die Küche. Vergiss nicht, wir haben 164 Äpfel und so einen Spaß. Oh, ja, oh, da muss ich gleich mal. Oh, ja, au, au, ja. Ah. Und Birnen und Kirschen und Pflaumen und. Man vergisst das immer so schnell, ne? So, den Dung lege ich da rein. Verdorbenes lege ich auch da rein. So, und dann gucke ich mal in meine Truhe, wenn der Alex mir das so rät. Yay. Bronze Sense. Geil, und Bronzehacke. Ja, dann kann die Sichel mich mal am... Ich hab Upsi. Die Sicheln und so habe ich alle bei uns reingetan. In die... Weißt du? Ich bin noch mal ein bisschen Zeug abbauen. Achso, okay. Wenn du Bock hast, kannst du kurz vorbeikommen. Dann kann ich dir einen Batzen abgeben. Dann kannst du das nach Hause tragen. Dann mache ich morgen mehr Bronze. Ja. I'm on my way. Sehr gut. Ich bin den rechten Gang gegangen diesmal. Okay. Ich glaube, die ist hoffentlich... Pack diese Quest jetzt nicht rum. Welche? Ja, weil da kein Text drin steht. Da steht nur dran, ist Dax dein Ernst, aber ohne Questbeschreibung. Oh, das werden wir dann sehen. Oh Gott. Warte, da komme ich jetzt nicht hoch. Es ist 21.36 Uhr, gell, im Spiel. Okay, heißt das, wir müssen haben? Und es hat 36 Grad. Das ist doch nicht normal. Ja gut, dann ist das, ja. Das war kaputt, Alter.
Weil das Gute ist, mit jeder Jahreszeit spawnt hier übrigens auch alles wieder nach, ne? Ja. Und deswegen will ich noch diese Nacht zumindest die Mine erleichtern. Hier liegt zwar überall Stein rum, aber who cares about Stein? Und so, ich habe gar keine Fackel dabei. Naja. Ja, du wirst mich. Ich bin jetzt links lang, entschuldige, ich bin schon. Ach so. Ja, ich bin einmal rausgegangen, ich habe sie vergessen zu sagen. Alter, es ist so dunkel, ich sehe ein Shit hier. Ich sehe nur schwarzen Bildschirm. Oh Gott. I see nothing. Ich komme gleich entgegen. Ich glaube, ich habe eh gleich alles abgeholt. Links ab da. Boah, Junge, ist es dunkel. Da. Siehst da du? Ist er. Ach, da. Och, guck mal. Ich habe für dich. Warte. Erstmal von den. Also, ich meine, es ist 22.19 Uhr. Es kann halt passieren, dass du dann einfach nach Hause zurückgesetzt wirst, gell? Ja, habe ich mir schon gedacht. Nimm mir zumindest mal ein bisschen was ab. Ja. Hier, bitte. Kupfer. Oha. Und schon kann ich nicht mehr laufen. Ja, dann gib mir einen Teil ab, wenn du kannst. Weil ich kann noch was tragen, aber. Schneller. Ja, ich mach schon. Passt. Sehr gut, dann lass uns nach Hause. Passt schon. Oh Gott. Okay. Weil ich wollte eigentlich noch mehr abbauen, aber das geht halt nicht. Machen wir mal den schnellen Ingo. Ah, jo. Hast du einen Eintopf gegessen? Nö. Okay, gut. Also ja, aber schon ein bisschen her. Okay, warte mal, ich leg den mal auf den Weg einen hin. Ah, okay. Dann kannst du Vollgas geben. Da gibt er jetzt Vollgas, ey. Wir sind ja eh gleich da. Na genau, legen wir uns direkt mal pennen. Das Zinn und so weiter kannst du mir einfach in die Truhe dann später legen. Also in die große. Mhm. Und dann mache ich uns noch, was wir brauchen. So. Entschuldigung, Darling, ich war arbeiten. Hart arbeiten. Ich habe die Welt gerettet. Würde das nicht jedermann gerne sagen? So, Bubu-Time. Boah, jetzt kannst du am nächsten Tag instant deine Sense verwenden, glaube ich, ne? Oh yeah, das werde ich tun. Ach, die Bäume sehen schön aus, aber leider haben die noch nichts ab. Ich nehme gleich den ganzen Kohl mit. Und okay, los geht's. Ich glaube, die rote Beete, die hole ich mir dann für die Quest einfach. Heute beschäftigen wir uns mit Essen. Alter, er will mich so verarschen, jetzt ist ihm kalt. Okay. Ja gut, es regnet ja auch aus Strömen, ne? Ja, trotzdem, mir war doch jetzt die ganze Zeit so heiß, soll er doch mal zufrieden sein. Nee. So, jetzt hast du die Lederhandschuhe an. Ist jetzt besser? Gott. Meinem Dude ist auch kalt. Was ist denn los mit denen? Weder das eine noch das andere ist gut genug. Ich habe übrigens, ja, das halbe Feld hier schon. Was ist das halbe Feld, was das ganze Feld? Ja, so habe ich das ganze Feld. Mhm.
alles okay da hinten? Ja. Hä? Hä? Warum kann ich... hast du das schon geerntet hier? Nee, ich bin gerade dabei. Hier unten, das da unter mir. Die Karotten, hast du die geerntet? Nee. Oh. Hm? Scheiße, die haben wir im Sommer vergessen. Alex. Wir haben keine Karotten. Es ist eine Katastrophe. Dafür hole ich die rote Beete. Okay. Das ist doch scheiße, wir haben die Karotten vergessen. Wir haben über 40 rote Beete. 60. So nervig, er ist so nervig. Ihm war jetzt die ganze Zeit heiß. Jetzt haben wir minus 4 Grad. Der soll sich jetzt mal nicht anstellen. So, ich habe genügend rote Beete für die Quest, ne? Okay. Wohin mussten das? Muss das runter in die Stadt? In die Hauptstadt. Okay. Weil ich würde liebend gerne eigentlich in zwei Sachen machen. Dann gehe ich in die Hauptstadt. Ich renne dann mal in die Hauptstadt. Ja. Oh, hier ist noch cool. Hold on. Mhm. Timber! Du frierst immer noch? Alter, ich habe mich jetzt komplett eingedeckt. Ach, wir brauchen 70 rote Beete. Ja. Ich auch, aber ich war ein bisschen verwirrt gerade. 70. Gut. Ich hole mir meinen Pelz. Ich hole mir Zeug, das ich verkaufen will, und dann renne ich los. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg und das wird angezogen. Hatten wir jetzt genug oder nicht? Ja, ja, wir haben auf jeden Fall genug, ja. Alles klar. Wenn ich zurückkomme, kümmere ich mich ums Essen. Was kann ich jetzt anbauen? Weizen, Roggen. Okay, ach, kümmere ich mich gleich drum. Ich brauche einen Töpfer. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Apropos einen Töpfer. Das mache ich noch schnell. Ich schick Frieda rüber. Oh, wir können die andere Quest noch machen. Oh Gott. So viele Quests zu machen. Frieda kann in der Kräuterhütte gerne was sammeln. Die kann sammeln. Steinpilze? Warte mal. Brauche ich denn für die Rezepte? Mal ganz kurz geguckt. Gehen Sie mal kurz zur Seite, bitte, danke. Pilze. Steinpilze, Riesenschirmlinge und Edelreizger. Gut. Steinpilze, Riesenschirmlinge. Das sind die Edelreizger. So, dann können wir nämlich auch ein bisschen mehr oder anders Fleisch verbraten. Ha! Verbraten, weißt du? So. Eieiei. Was denn? So, Hafer. Ich wollte was anderes mitnehmen. Ah, du willst ja noch Hühner kaufen, ne? Ja. Eigentlich. Brauchst du noch was von der Stadt? Ui. Nee. Ich habe einen ganz schlechten Eintopf gegessen. Oh, mir ist nicht gut. Oh. Okay. Das war nicht klug. Ich leg mir mal alles für die Landwirtschaft jetzt in die Scheune. Mhm. Weil ich ständig danach suchen muss. Ja, nö, du, alles gut. Das verstehe ich. Ich pfeife mal. Oh, ich muss den Eintopf auch schnell essen. Ja, wobei, Zustand 12,5. Sollte ich den noch essen? Ja, das war gerade bei mir auch so.
Und da merkst du, das Essen in Lebensmittellager, die Eintöpfe sind nicht kaputt gegangen. Mhm. Die halten länger. Das ist richtig. Oh, ich gebe gerade Vollgas in die Stacheln. Feld 10 und 11 sind 20, 32. Okay. Dann gebe mir noch einen Eintopf. Okay. Das wird was, ey. Man kann, glaube ich, kann man nicht schneller laufen? Gibt es nicht so eine Fähigkeit? Ich glaube schon, ne? Ja, fragst mich jetzt was. Mach ich gerne. Ich freue mich, wenn wir endlich so einen blöden Karren machen können. Glaub mal. Ja. Irgendjemand hat gerade Probleme, was herzustellen. Kannst du mal gucken, wer? Ja. Sofort. Kannst dich mal drum kümmern. Ich guck's mir an. Jawollo. Die Fischerhütte hat keinen Arbeiter. Ah, das kannst du rausnehmen. Also dieses Fischding kannst du rausnehmen, auf jeden Fall. Weil das macht gerade keinen Sinn. Tin. Gut. Dann. Es ist so dumm, dass beim Brunnen angezeigt wird, die Produktion ist nicht eingestellt. Ja, das musst du uns aber doch nicht als Fehlermeldung zeigen. Na, vielleicht wollen wir das gar nicht. Und wenn wir irgendwas an Produktion haben, dann meckern sie rum, dass es, ja. Ne? Küche. Die Küche, mein Gott. Warum, was ist mit der Kühe los? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ah, darum kümmere ich mich gleich. Alles gut. Wo sehe ich das denn? Warte, ich habe hier einen Text, ich muss gerade mal gucken. Brauchst du sie noch oder bist du schon dabei, wenn du gerade stich? Brot. Alles vor dem Lot. Ah. Ah. Warte auf die nächste Jahreszeit. Toll, danke. Gut, was war? Ich glaube, ihr fehlt Mehl. Ja gut, darum kümmere ich mich gleich alles. Danke. Brauchst du was aus der Stadt? Ich frag dich, glaube ich, zum 20. Mal. Nee. Nee, danke. Okay. Was denn? Ich glaube, ich frag dich zum 20. Mal. Ja, ich weiß nicht, was ich dich immer frage. So. Oha. Was soll ich das machen? Ja, komm, weil ich in die Mine gehe. Nico, ich habe Geld ausgegeben. Es tut mir leid. Ist okay. Ich habe mir einen einfachen großen Rucksack geholt. Damit ich endlich in der Mine genug mitnehmen kann. Ist okay, ist okay. Ich bin jetzt zwar pleite, aber okay. Haferkorn brauche ich. Ach. Was denn? Ich stelle jetzt Tierfutter her. Juhu!
Und zwar 80 Stück. Das ist stark. Ja, jetzt sitze ich ja erstmal eine Weile. Nee.